willkommen zum Abendspiel, zum zweiten Spiel in der Vorrunde der 36. UEFA Futsal Champions League. Wir begrüßen wieder alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Futsal-Fans, die uns jetzt zuschauen hier im Glaspalast in Sindelfingen, im Austragungsort der kommenden Spiele an den nächsten Tagen, morgen noch zwei und am Dienstag noch zwei, jeweils 17 und 20 Uhr werden sich hier zwei Teams gegenüberstehen. Gastgeber ist der TSV Weilendorf und mit ihm in die Gruppe H sind ausgelost worden der FC Likeni aus dem Kosovo, Helvetia Futsal aus London und Dasan Charlie aus der Türkei. Likeni und Dasan Charlie haben sich heute Nachmittag schon in einem beeindruckenden Spiel den Auftakt hier geliefert. Likeni hat überzeugend mit 5:0 gewonnen und jetzt ist es am Gastgeber TSV Weilendorf, die hier im Glaspalast London Helvetia Futsal empfangen. Wir grüßen auch alle Futsal-Fans, die uns als Fans von den anderen Vereinen aus England, der Türkei und dem Kosovo zuschauen. A very warm welcome and greetings to all the futsal fans from England, Turkey and Kosovo who are watching us here on German Sport TV. German Sport TV übrigens finanziert und ausgestattet von Blue Media Entertainment. Ja, der TSV Weilendorf heute als Hausherr gegen London Helvetia Futsal Club. Weilendorf ist zweimaliger deutscher Futsalmeister 2019 und 2021, hat sich damit für die Futsal Champions League qualifiziert. London Helvetia Futsal Club wurde 2007 gegründet, bereits 2008/09 in der Saison waren sie zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert und sie sind der erfolgreichste Club in England. Die Mannschaften haben sich das eben warm gemacht und bis es losgeht, schauen wir ein wenig auf unsere Starting Five. Aus dem London Helvetia ist Mark Croft der Goalkeeper und Ivan Ju ist der Kapitän. Dann sind Dani Nerin und Eduardo Thierry Lopez sowie Rubens Fernandez Romero in der Starting Five. Und dazu gibt es die Substitutes Laos Dima, Royam Monti, Aurelio Sanchez, Raoni Medina, Lucas Ferras, Claudio Ribeiro, Liam Alfreman, José Carlos. Und auf der Seite von Weilendorf der Kapitän, Torwart und deutscher Nationaltorwart Philipp Less, der die Mannschaft anführt, von Ivan Ivankovic, Emir Puma, Josip Bocinovic, Ante Kornuka. Als Substitutes sind Marko Vukovic als Ersatz-Goalkeeper da, Nikola Dasic, Ante Dikic, Mert Sipai, Josip Kacic, Maro Duras, Elvier Husaric und Memos Söser, der gewechselt ist, ganz frisch beim TSV Weilendorf, jetzt hier seine Karriere fortsetzt, und Durim Elesi. Coach auf Weilendorfer Seite ist Patrick Dirmitsch, auf der englischen Seite ist es Enrique Carlos Leon Alonso. Erster Referee ist Kajan Kirilov aus Bulgarien. Zweiter Referee ist Michael Lima de Souza aus Luxemburg. Marco Rotenfluh ist dritter Offizieller und der Zeitkeeper ist Maximilian Alkofer aus Deutschland. An meiner Seite begrüße ich zum Abendspiel einen, wie ich gehört habe, erfolgreichen ehemaligen Futsaltrainer. Ist das so? Ja, Trainer, Spieler. In der Vergangenheit mit Nazi Stuttgart und auch deutsche Erfolge gefeiert. In der Champions League auch vertreten gewesen. Und ja, mal sehen, was heute auf dem Tisch kommt. Wie schätzt du die Londoner ein? Sind die stark drauf? Laut den Einschätzungen der Weilendorfer, der London
von der Stärke her das zweitstärkste Team, also nach den Portugiesen. So ein Eröffnungsspiel, natürlich ist immer viel Anspannung dabei. Und ich denke, kann für beide Seiten ein schweres Spiel werden. Und Walmdorf für mich der Favorit auf jeden Fall. Aber klar, so ein erstes Spiel ist immer schwierig. Ihr seht, der Glaspalast hat sich etwas gefüllt. Vom Nachmittagsspiel, Walmdorfer Fans sind dazu gestoßen. Die, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, hier ziemlich Feuer im Kessel machen können. Also bei vergangenen Spielen, die ich besucht habe, da waren die echt lautstark unterwegs und haben ihr Team supportet. Relativ warm jetzt am Abend noch in der Halle. Aber das sind die Jungs gewohnt. Die haben ja erst im Sommer, im Juni, die Playoffs und die deutsche Meisterschaft gespielt. Und auch da waren in Wedau recht hohe Temperaturen in der Halle. Schauen wir mal, wie das heute hier am Abend ausgehen wird. Etwas eingeblendet. Glaspalast in Sindelfingen. Formell ein Heimspiel für Lodolerizia und formell Gast, wenn der Gastgeber ist, der TSV Walmdorf. Da sehen Sie die ersten Fächer im Einsatz. Spricht für die Wärme hier in der Halle. Wird das erste Futsal-Bundesligaspiel bestritten werden. Meisten Zuschauerinnen und Zuschauer haben
Feld leer. Hier wird gerade eine große Trommel vorbeigetragen, die könnt ihr im Bild jetzt nicht sehen. Zweifelsohne werden die Weilendorfer Fans damit für Stimmung sorgen und hier den Glaspalast richtig einheizen. Welcome to the Glaspalast Hall of Fame for the UEFA Futsal Champions League preliminary round. The match today. Jetzt werden die Spieler kommen. We would like to thank you for coming to watch the match and we wish to share with you our objective of a Euro 3. Dass Sie vorbeigekommen sind, um dieses Spiel mit uns zu schauen, wollen wir Ihnen gleich wissen, in unserer Vorstellung eines europäischen Wettbewerbs frei von Rassismus und Xenophobie zu zeigen. Rassismus wird in keiner Weise bei uns akzeptiert in jeglicher europäischen Stadt. Gerade läuft das Statement gegen Rassismus. Viel Erfolg, viel Glück. Wenn nicht akzeptiert wird. The spirit of sportsmanship will fair play. Wir schauen dann auch gleich auf die Referees. We will have a look on the referees. Today, the officials for today's match are the referee. Wo steht? Kaloyan Kirillov from Bulgaria. He will be assisted by Michael Lima de Sousa from Luxembourg. The third official is Marco Rumpfu from Swiss. Kommt das Team der Referees, diesmal in Rot. Kaloyan Kirillov aus Bulgarien, Lima de Sousa, Marco Rottenfuhr, dort zurecht und ordentlich kommt. Nummer 4, Maximilian Althofer, und Heimkeeper nicht im Bild. Und jetzt wird mit großem Applaus hier der TSV Weilendorf begrüßt. Der Kapitän wird angekündigt und führt die Mannschaft aufs Feld. Die Mannschaft von Weilendorf. Die spielen in Weiß. Wir kommen Gegner in Königsblau, Helvetia Futsal London. Wir freuen uns auf ein spannendes Abendspiel des Gastgebers TSV Weilendorf gegen London Helvetia Futsal. Die Jungs sind von Londoner in München gelandet und dann mit dem Bus angereist. So hat es zumindest ihre Instagram-Story verraten. Seitenwahl, Shake Hands. Das Teamfoto darf nicht fehlen. Kapitän Fest fehlt noch, der ist noch im Mittelkreis, stößt jetzt dazu.
oder auf der anderen Seite stößt Klaus Lima dazu, nein, Lima Zhu dazu, als Kapitän, dann die vollständig das Foto. Haben, wie es sein Ritual ist. Heilendorf stößt an, von links nach rechts, in den weißen Trikot. Und auf geht's. Keni hat heute im Nachmittagsspiel in der ersten Halbzeit wahnsinnig Druck aufgebaut. 5:0 Führung schon in der ersten Halbzeit durchgesetzt. Mal sehen, was der Gastgeber hier in dieser Halle mit TSV Weilendorf im Glaspalast Sindelfingen heute Abend tut. Werden sie ähnlich druckvoll vorgehen, aber sie werden ja ein Zeichen setzen wollen. Da war der erste Torschuss. Aus. Kein Grund zur Sorge für Philipp Kless. Pressing von TSV Weilendorf. Bruchsicher. Sicher. Schön. Thank you.
Kick. Chris koordiniert von hinten seine Mannschaft. Schon gesehen bei Kenny. Diese Akrobatik am Fuß. Einzigartig beim Futsal. Verlust. London geht in die Offensive. Und erster Schuss, den Kreis fällt. Ja. Der englische Keeper Croft, der schon gleich jetzt mit ins englische Feld geht, aber verfehlt. Verliert den Ball und da ist das erste Team-Foul. Zweites schon sogar. Zweites. Das ist eine gute Schussposition für London. Carlos. Vermutlich. Machen wir es. Silber. Verfehlt. Das Tor von Weilendorf. Aufpassen, dass er nicht zu viel zieht. Schuss durch Weilendorf. Foul schon nach 4 Minuten einhandeln. Das kann ihnen am Ende auf die Füße fallen. Gegnerischer Hilfe. Schnell zurück in seinen Kasten. Und Angriff, Tor! Weilendorf schießt das 1:0. Remus Söser, erster Einsatz für Weilendorf. Und gleich das 1:0 in seinem ersten Spiel. Ja, das war ein bisschen zu wenig.
gesichtet als gefoult. Und gleich geht's wieder los. Aber Kloff ist da. Schnell reagiert und ist los. Nummer 6 gerade im Bild, Ivan Ivankovic. Falscher Einstoß, also falsch eingeworfen und eingeschossen. Der Ball muss immer auf der Linie liegen. Wenn er ein bisschen im Feld liegt, wird sofort abgepfiffen und Einwurf für die gegnerische Mannschaft. Rando versucht ein bisschen zu pressen. Rando versucht immer wieder den Torwart zu lösen. Futsalspieler, die es gibt. Hier Božinović mit einer guten Aktion, auch Neuzugang, wieder hergekommen von dem Nepok Stuttgart. Also gibt es Eck. Dürfte Fernandes Romero gewesen sein, der sich die gelbe Karte abholt. Damit das erste Teamfoul für London. Ja,
leicht, aber Pless ist da nochmal da. Ist er jetzt auch zurecht, ein bisschen wütend, dass der Ball da durchgekommen ist. Timeout und Phil Vorwandorf genommen. Zeit für beide Clubs, sich mit dem Trainer zu besprechen. Im Bild gerade Torwarttrainer Stefano Federico, wenn ich das richtig gesehen habe, und der sich die Haare blond gefärbt hat. Der Torwarttrainer ist TSV Weilendorf. Gespielt, 13 noch auf der Uhr. Sehr gut reagiert vom Platz. Ausschauen, raus. Ja, vorhin auch in der Druckphase von den Londoner fällt aber da das 1-0 für TSV Weilendorf. Nach wie vor 1-0 durch das Tor von Nemos Sousa. Teamfouls 3-1 bei Weilendorf, 1 bei London. Und jetzt wäre die Chance da. Beide Torhüter sehr, sehr stark heute. Mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Werden, wenn wir jemand zu Boden gegangen ist, damit niemand dort stürzen kann, ausrutschen kann. Und
reklamiert, aber nicht. Aufpassen, es sind immerhin noch 11:30 auf der Uhr. Das englische Tor ist wieder leer. Kraft ist unterwegs. Jetzt auf dem Weg zurück in seinen Kasten und erneuter Angriff durch London. Eieieiei. Fünf Teamfouls bei Weilendorf. Jetzt können sie sich nichts mehr erlauben. Ohne Strafstoß zu riskieren. Das bei noch 10 Minuten, 11 Minuten. Situation möglich. Thank you.
Frau normalerweise im Support. Bezimovic liegt hier auf dem Boden, der Schwarz beim Schiedsrichter. Hier schon. Kacic war es. Kraft hier überwunden. Wieder unsere Substitutes. Alonso aus London reagieren müssen. Seine Jungs ein bisschen aufheitern, aufmuntern und vielleicht auch ein bisschen zusammenscheißen. Spieler sind auch Nationalspieler, auch andere Nationalmannschaften als Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft zum Ei vertreten für den Fuß als Torwart, der Cepai und Memo Söser. London, Eroberung für Weilendorf und ist es das 4-0? Nein, es ist es nicht. Kraft klärt zur Ecke. Stark gemacht. Eindruck, als wenn das Spiel aufgeheizter ist als vorhin. Um 17 Uhr Spiel musste jedenfalls nicht der Boden gewischt werden. Knapp verpasst.
nicht schnell genug da, zu übernehmen. Vom Gegenangriff London ist unterbunden. Wieder falsch eingestoßen, der Ball lag nicht auf der Linie. Ballverlust. Hervorragender Pass. Bleiben. Minuten. Kein weiteres Foul zu begehen oder den Strafstoß zu kassieren. Zurück zum Kapitän. Dorf immer stärker dabei. Durch drei Torwart am Fuß, deswegen auch vom Bundestrainer Marcel Losfeld ausgewählt. Der gerne mitspielende Torwart hat. So, das dürfte es sein. Tor Nummer 6. Den hat er dankend angenommen. Es gibt kein 10 Meter, wo man Freistoß verwandeln wird. Schwalbe erkannt. Gespielt. Schlotter sich gegen zwei durch, aber bringt ihm nichts. Unterwegs. Eine Übertragung von German Sport TV unter der Firma Blue Media Entertainment diese Übertragung ermöglicht. Und er ist draußen
richtig stark reagiert. Vorausschauend. Leben. Super gemacht von Bocinovic, wie er den da durch hat gehen lassen. Möglichkeit zum Konter. Möglichkeit nicht. Wieder stark im 1 gegen 1. Das ist das Teamfoul Nummer 6. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir den Salat, Teamfoul Nummer 6. Weidemann hat den Salat. Pless muss ran. 10 Meter ohne Mauer. Monty geht weg. Freeman. Hier für London, das 3-1 zu machen vor der Halbzeit, wäre ganz wichtig. Thank you.
Hegemann war der Torschütze. 1 zu 3. Besitz der Führung bleiben, ja, mit Ballbesitz, um möglichst kein weiteres Foul zu passieren. In den letzten Minuten. Yeah.
gelingt nichts. Vielleicht mal eine Auszeit auf Seiten von Weilimdorf fällig, damit Patrick Dirmitsch seine Jungs ein bisschen einstellen kann. Passieren eine 3:0-Führung vom TSV Weilimdorf, jetzt ein 3:3 unentschieden, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Genauso schnell kann auch der nächste Führungstreffer auf beiden Seiten erzielt werden. Schuss ab, geblockt von Croft. Und diesmal, zweimal ist er dran. Zweimal ist Croft dran. Stark pariert. Das war der Pfosten beim Treffer. Ja, den sicher. Sekunden bleiben in dieser ersten Halbzeit zwischen TSV Weilimdorf und London Venezia Futsal. Das feuert seine Mannschaft an. Gelegenheit
zum Angriff, aber Croft ist da. Koluka war das mit dem Schuss aus der Distanz. Aber dann ist es Ribeiro, der zum 4:3 einnetzen kann. Es wird noch Handspiel reklamiert von Pless. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Schiedsrichter gespannt lässt das Tor zählen. Damit sieht es so aus, als würde Weilendorf mit einer Rücklage in die Halbzeitpause gehen, nachdem sie schon 3:0 geführt haben, hier im Glaspalast in Sindelfingen. Und damit ist die Zeit aus. Die erste Halbzeit ist vorbei. 3:0 haben sie geführt, Weilendorf. Und jetzt 4:3 zurückzulegen. Da werden sie ein paar Schippen drauflegen müssen in der zweiten Halbzeit. Wir melden uns dazu in etwa 15 Minuten wieder.
zurück zur Übertragung der zweiten Halbzeit. TSV Weilimdorf gegen London Helvetia. TSV Weilimdorf, der eigentliche Gastgeber hier im Glaspalast in Sindelfingen. Heute aber formell ein Auswärtsspiel für den TSV Weilimdorf. Nach einer 3:0 Führung steht es jetzt 4:3 für London Helvetia. Was muss Weilimdorf jetzt ändern? Weilimdorf muss einfach dranbleiben. Ich denke, dass Weilendorf physisch auch die stärkere Mannschaft ist. Ständig Pressing aufbauen und versuchen, das 4:4 zu machen. Und ich denke mal, dass dann London einkrachen wird, was die Physis angeht. Für mich auch ein bisschen überraschend, dass sie nach dem 3:0 hier das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Wird auf jeden Fall für die Zuschauer interessanter so in der zweiten Halbzeit. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt machen. Man sieht hier in den ersten Aktionen, versuchen wir gleich zu pressen. Wichtig wird sein, hier geduldig zu bleiben und nicht ein Konter zu kassieren und vielleicht in 2-Tore-Rückstand zu geraten. Bin gespannt, was der Trainer in der Halbzeitpause mitgegeben hat. Wir sind gespannt. Ich habe gerade mal recherchiert in der Pause. Helvetia London hat seine letzten Spiele offensichtlich nicht gewonnen. Von daher eigentlich spannend, dass sie jetzt hier natürlich zur Höchstleistung auflaufen. Die zweite Halbzeit läuft. London von links nach rechts in blau. Und TSV Weilimdorf in weiß von rechts nach links. Dass wir etwas zu leise sind. Das mag daran liegen, dass wir jetzt zu zweit sind. Damir sitzt neben mir. Vielleicht sind die Mikros, die sich etwas überlagern, aber wir regeln mal ein bisschen hoch. Croft, der Torwart aus London, hat eine starke erste Halbzeit gespielt. Immer wieder auch innerhalb der gegnerischen Hälfte gewesen und hat damit dafür gesorgt, dass Weilimdorf unter Druck gesetzt wurde. Das erste Teamfoul haben wir gerade schon gesehen von London. Low-Kick von Weilimdorf. Erneut. Gut aus und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Emir Buna war es. 4:4. Aber hier stark gemacht von Bosina mit Körper reingelegt. Fleißig abgelegt und dann sauber verwandelt von Buna. War psychologisch auch sehr, sehr wichtig für Weilendorf, hier wieder ins Spiel zu kommen nach 4 Gegentoren. Und jetzt müssen sie drauf aufbauen. Das nächste sofort hinterher. Da sind sie zurück. So wie die erste Halbzeit begonnen hat. TSV Weilendorf führt mit 5:4. Und es war die Nummer 3, Nikola Godasic, der hier eingenetzt hat. Starke Aktion von Föser hier im 1 gegen 1. Ball gut verwaltet und dann rübergelegt. Jetzt ist Weilendorf da, bloß nicht nachlassen wie vorhin.
wieder Božinović am Ball. Und gleich 6:4. Wahnsinn! Innerhalb von wenigen Spielsekunden 3 Tore geschossen. Das ist Futsal. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ganz wichtig, hast du angesprochen, den psychologischen Moment. Und den müssen sie jetzt ausbauen. Pless ist dran. Rasant, torgefährlich, viele Abschlüsse. Das ist das, was die Futsal-Fans am Spiel lieben. Und was mit der Bundesliga jetzt dann verdientermaßen auf die höchste Stufe gehoben wird. Nach vielen Jahren Vorbereitung, 3. September, Futsal-Bundesliga in Deutschland. Torchance aber verpasst. Auch hier sehr gut zu sehen, der Pivot hier, Maro Djugas, legt den Ball ab und dann hier eine saubere Aktion, schade. Leider kommt der Walmdorfer nicht zum Abschluss. Der Torwart wieder mit vorne dabei. Ja. Wieder mit Ausflug. Das erste Teamfoul für Weilendorf. Kann man pfeifen, muss man aber nicht, oder? Ja. Zwei führt aus. Und diesmal wieder ein weiter Wurf von Pess. Also wieder stark im 1 gegen 1. Sehr, sehr offenes Spiel, ich denke, sehr interessant für die Zuschauer. Vorhin hat jemand gesagt, dass an diesem Abend vielleicht schon diese Vorrunde entschieden wird. Wie siehst du es? Ich denke, dass man mit den Kosovaren auch rechnen muss. Ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Und von Weilendorf, vom Trainer Patrick Drindic, wurde eigentlich London als zweitbestes Team nach den Kosovaren eingestuft. Also bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist am Ende. Ja,
gefehlt. Maro Juras, gute Bewegung. Schade. 5 Minuten der zweiten Halbzeit sind gespielt. Einfach mal drauf. Chefcoach von Weilendorf, Patrick Delic. Sehr gutes Pressingverhalten. Chefcoach der London. Ist heute nicht ganz so aktiv, wie es auch Chris Croft ist. Philipp Pless macht ja auch gerne mal Ausflüge in die gegnerische Hälfte. Aber heute bleibt er an seinem Kasten. Kauluka steht wieder auf. Und Geld gibt's. Und damit das zweite Teamfoul für London in dieser zweiten Halbzeit. Gute Schussposition. Vlasic kann angespielt werden, der ist da schon in Position gegangen. Luka macht selbst.
Und probiert's auch direkt drauf. Möglichkeit drüber. Unnötiges Foul hier von Czorluka. Zweite Teamfoul für TSV Wallendorf. Von London, gerade in der ersten Halbzeit. Verlustkonter. Es ist gefragt, ist er nein, noch nicht. Jetzt ist er gefragt, aber das ist das Ausnetz. Wieder Croft. Oh. Der selbst probiert. Seinem Kollegen scheitert. Vorher noch abgefälscht. Gefährlich, gefährlich, aber Press ist dran. Leider nicht. Jura hat sehr, sehr gut wieder den Ball behandelt, Körper reingestellt und Torabschuss gesucht. Reicht noch nicht mit dem 6:5, um sich drauf auszuruhen. Da muss noch mehr kommen. Schiedsrichter gespannt. Aus Bulgarien, Luxemburg, Schweiz. Thank you.
schon wieder geklärt. Zeit werden für ein neues Tor von Weidendorf. Und jetzt war es der Schuss. Aber guter Abwurf von Bunnar. Ein 7:5 würde Weidendorf gut tun. Auf der Uhr 2:2 bei den Teamfouls. Auch da sind wir ein bisschen weiter entfernt vom Strafstoß als in der ersten Halbzeit. Stark. Kraft verloren, sodass Pless eigentlich nur noch aufsammeln musste. Das sah nach einem Schlag aus. Gelb. Hat ihm im Gesicht erwischt. Zu Recht. Drittes Team Foul London. Wieder ist es Korluka. Auf den haben sie es ein bisschen abgesehen. Mir scheint. Schauen. Ja, könnte davor werden. Auf der Linie. So, keine Karte dazu. Die Position.
Freistoß. Und da ist er drin. Ausgleich London. Sauber durch. Und gleich hinten nach das 7-6 von Nikola Gudasic geschossen. So muss es gehen. Torgefährlich, hin und her, spannend bis zur letzten Sekunde. Und wieder musste London ausgleichen oder Weil im Dorf erhöhen. Was die Fans hier im Glaspalast natürlich mehr erfreuen würde. Weil im Dorf erhöht. Schön verteidigt. Nochmal verteidigt. Und dann endlich weg vom Kasten. Zum Einkick. Der geht dann eher ins Deckengewölbe. Stark pariert von Pless. Ecke. Auch die kommt nicht durch. Konter. Handspiel wird entschieden. Auf Handspiel wird entschieden. Handspiel. Interessant, wenn ich mir den Kader anschaue, sehe ich, Manuel Fischer ist gar nicht im Kader heute. Nein. Manuel Fischer nicht im Kader und wer fehlt noch? Ante Dikic. Beide eigentlich erfahrene Spieler vom TSV Weilendorf und gerade ein bisschen Glück gehabt, der Philipp Pless, dass der oben drüber ging. Manuel Fischer, auch Nationalspieler der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Ante Dikic, erfolgreicher Torschütze von Weil im Dorf. Unter den Gästen hier im Glaspalast Sindelfingen. Ein österreichischer Nationalspieler im Futsal und demnächst Pionier der Bundesliga bei Mainz-Bretzenheim, René Hoog, ist dahin gewechselt von Futsal Nova Club. Hat gerade hier uns die Aufwartung gemacht in der Pause. Und stark, aber es geht daneben. Bisher auch noch kein Einsatz von Merzipay. So, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, Melesi auch noch ohne Einsatzminute. Und
da kommen die ersten Krämpfe. Vielleicht schwindet jetzt die Kraft, von der du anfangs sprachst, bei den Londonern. Auswechseln. Eduardo Antonio Tierin Lopez. Der Nummer 4. Und 3 bei London. 7 Minuten noch in der zweiten Halbzeit zu gehen. Ball zuerst oder den Mann zuerst? Ja. Schied entscheidet, glaube ich, vor allem. Spielstand 7-6. Ein Hin und Her, noch 3-0 Führung. Der Ausgleich auf 3-3 und dann der Führungstreffer zum 4-3 für London. Und dann mehrere Tore hintereinander bis zum 7-6. Timeout in der zweiten Halbzeit. Hätten sich gerne bis zum Schluss auf, falls man hier irgendwie reagieren muss. Flying Goalkeeper. Schön überlupft, aber dann war keiner da, der den herrlichen Ball annehmen konnte. Es gibt aber einen Freistoß, der wurde geschoben beim Torschuss. Sogar die zweite, oder? Die zweite Gelbe. Gelb rot. Damit jetzt London in Unterzahl für die nächsten 2 Minuten. Lass uns Wallendorf jetzt nutzen und auf 8-6 gehen. Und dann denke ich, dass es schon sehr, sehr gut aussieht. Und
das Spiel dann schon in die richtige Richtung gelenkt wird. Timeout, Timeout, ja. Ja, Timeout. Trainer bespricht jetzt, wie man am besten verteidigt mit drei Mann, wie man sich stellt, wie man die Passwege zumacht. Man wird versuchen, hier über die zwei Minuten gut rauszukommen, kein Gegentor zu kassieren und dann eventuell in den letzten drei Minuten noch vielleicht den Ausgleich zu erzielen. Bleiben bei der Auszeit. Und jetzt geht's wieder los. Schauen wir mal, ob Weil im Dorf die Überzahlsituation nutzen kann. Nur noch drei Feldspieler für die nächsten zwei Minuten auf der Londoner Seite. Sehr gute Position hier. Genau, zudem noch. Croft rettet. Geduldig ausspielen, den freien Mann suchen. Einfach um sich ein bisschen zu sortieren. So, man weiß genau, dass sie jetzt hinten zumachen müssen. Jetzt gehen auch die TSV-Rufe der Fans hier durch den Glaspalast und ist es nicht. Ganz klar. Das hätte das 8:6 sein müssen. Und jetzt ist es das 8:6. Eine ganz ähnliche Situation wie eben vor ein paar Sekunden. Nur diesmal erfolgreicher auf Nemos Söser. Uhr 40 noch auf der Uhr für London, beziehungsweise noch etwa eine Minute in Unterzahl. Timeout. Dürfen sie nicht die Nerven verlieren, nicht leichtsinnig werden.
Team-Fouls steht bei 4-4. Sehr ausgeglichen. Jetzt sollte es weitergehen. Nach dem Gegentor darf aufgefüllt werden, das heißt, die Londoner spielen nicht mehr mit 3 Punkten spielen, sondern jetzt mit 4. Hier ist schon der Flying Goalkeeper wieder. Also richtig Druck. Müssen sie ja auch, die Londoner, wenn sie jetzt noch was holen wollen. Aber wie wir vorhin gesehen haben, 2 Tore in wenigen Minuten ist nichts. Geht ganz schnell. Da sehen wir die Weilimdorfer Fans, die Jugend sozusagen, ruft sich die Seele aus dem Leib, TSV. Und da ist das 9-6. Und damit dürfte der Deckel hier drauf sein an diesem Abend. Du musst aufs Ganze gehen, holen den Torwart jetzt raus. Ja, jetzt ist zum ersten Mal richtig Flying Goalie. Hat man vorhin am Ende des Spiels, hat Graf Czernschale sich noch ganz kurz mit dem Flying Goalie gewehrt, aber bei 5:0 Rückstand und jetzt ist es 7:9 da. Ob Weilimdorf die letzten Minuten nutzt, um es über Ballbesitz zu klären, oder ob sie noch mal aufs Ganze gehen. Kann viel passieren in diesen verbleibenden 2 Minuten und 28 Sekunden. Thank you.
weiter. Wurf, Pass genau von Pless. Das kann. Aber das Laufduell gewinnt er nicht. Viel auch Zeit bleibt nicht mehr für die Londoner. Jetzt 20. Und jetzt hat Pless die Chance nah. So weit hat er doch nicht geworfen. Bis zum gegnerischen Tor. Konter London. Und verteidigt. Die letzte Minute läuft. Jetzt geht es nochmal ran. Aber sehr gute Schussposition. Wenn jetzt das Tor fällt, könnte es noch mal eng werden. Ja. Das koordiniert seine Mauer. Und wieder ist es Nerin. Er schießt. Mal mehr oben drüber. 50 Sekunden. Das dürfte es gewesen sein. Also normalerweise kassiere ich keine zwei Tore mehr. Stimmt, es funktioniert runter. Beginnen zu applaudieren. Hier im Glaspalast, Sie sehen wohl auch schon den Sieger auf Seiten von Weilendorf. Ich muss aber sagen, London hat mich schon ein bisschen überrascht, haben echt gut dagegen gehalten, haben es lang offen gehalten. Gerade den 3:0 Rückstand aufzuholen, ist psychologisch ja auch nicht ganz ohne gewesen, da dann noch mal ranzukommen. 20 Sekunden. Merzipay sitzt schon am Spielfeldrand. Sieht sich wohl heute nicht mehr auf demselben. Kann auch gut sein, dass ein bisschen rotiert wird. Morgen steht ja schon das nächste Spiel an. 14 Sekunden auf der Uhr. Croft, einer der stärksten Spieler der Londoner, muss man sagen. Und jetzt geht es nur noch über Ballbesitz. Ah, den geben sie jetzt nicht mehr her. In den letzten 3 Sekunden. 2-1. Und TSV Weilendorf gewinnt mit 7:9 gegen London Helvetia Futsal Club. Ein starkes Spiel von beiden. Zeitweise sehr ausgeglichen und dann doch der Weilendorfer Heimatverein hier im Glaspalast in Sindelfingen, der gewinnt.
mit 9-7. Wir gratulieren dem Hausherrn. Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung und diesem tollen Auftakt in der Vorrunde der Futsal Champions League. Herzlichen Glückwunsch, TSV Weil im Dorf. Die nächsten Spiele, die morgen um 17 und 20 Uhr anstehen, wollen wir Ihnen auch noch schnell verkünden. Um 17 Uhr treffen Helvetia London auf den FC Likeni und am Abend, im Abendspiel, dann TSV Weil im Dorf auf Dorf St. Jan. Wir danken allen Futsal-Fans fürs Zuschauen. German Sports TV verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen eine gute Nacht. Thank you.